Willkommen zurück zu Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich ein Duell gegen Bebuzu verloren. Er hat uns an den Meeresboden geschickt, an dem wir sowieso schon sind. Also es wird Zeit für ein weiteres Pop-Up-Duell mit dem Wurmkiller, denke ich. Schätze mal, wir haben verloren, weil ich so genannt habe. Was anderes kann ich mir da kaum vorstellen. Fällt jetzt gerade erst auf, dass er sein Buch am Schweif mit sich rumführt. Ich meine, sein Buch ist immer irgendwo mit dabei gewesen. Die Waldform zum Beispiel hatte das Buch einfach sehr auffällig auf dem Kopf. Aber da ist es mir tatsächlich noch nicht so richtig aufgefallen. Also fangen wir an mit dem Gemachtzauber. Ach, es ist direkt Leviathan mit Gewitter, der uns beim letzten Mal unser Schicksal besiegelt hat, weil er verdammt nochmal genau auf Gelb angegriffen hat. Die eine Seite, die wir nicht wirklich abgedeckt haben, womit ich nicht gerechnet habe, weil keine gelbe Karte zu sehen war auf der gegnerischen Seite. Ja, das heißt, wir wehren erfolgreich 2 Schadenspunkte ab und machen direkt mal 3 mit dem Gemachtzauber. Ja, beziehungsweise das war ja ein Angriff von dem Gemachtzauber. Wir haben trotzdem geblockt. Wir haben den Mega-Flare außerdem gekriegt. Könnten wir eigentlich direkt mal versuchen rauszuhauen. Dann könnten wir doppelten Schaden mit Kate Sif nächste Runde machen, wenn wir Glück haben. Also, 5 Schadenspunkte vielleicht. Jawohl, perfekt. Gegen den Nebeldrachen, der uns jetzt allerdings erstmal stumm schaltet für eine Runde. Da müssen wir drauf achten. Wir machen 5 Punkte, er macht 2 Punkte. Das ist ein fairer Tausch, wie ich finde. Denn wir haben auch noch den Betäubeneffekt dabei. Bzzzt. Sollte eigentlich sehr effektiv sein gegen Unterwassergegner. Zumindest nach der Logik der meisten Spiele. Erfolgreich angefangen, Nebeldrachen. Wir nehmen nur 2 Punkte. Damit sind wir jetzt schon in Führung gegangen. Aber unsere Kristallfähigkeiten sind, wie gesagt, versiegelt. Macht nichts, wir haben momentan sowieso noch nicht so viele KP. Was haben wir denn hier? Kate Sif mit der KP-Zerstörung. Aber ich glaube, wir blocken lieber erstmal in dieser Runde. Wupp, weil wir können ja sowieso keine Kristallfähigkeiten benutzen und wir brauchen sowieso ein paar grüne KP. Es ist grün gegen grün. Wir können Betäuben sowieso nicht ausnutzen, also was soll's. Wink, 2. Runde. Kaktor wartet, Adamantheimai wartet. Nichts passiert. Ja, da kann ich mit leben. Wir brauchen definitiv einen gelben Kristall. Also werden wir wohl mal den Katzenregen rausspielen müssen. Rip K-Tiff. Go, go, block irgendwas für uns. Haha, es ist der Eisengigant mit dem Überkopfschlag, der 3 Schadenspunkte machen würde. Aber dieses Mal blocken wir den Überkopfschlag tatsächlich. Beim letzten Mal konnten wir die ganzen Attacken einfach nicht blocken. Die sind alle irgendwo durchgegangen. Es waren immer genau die Farben, die wir nicht geblockt haben. Aber K-Ziff hat es geschafft und macht dafür 3 Schadenspunkte. Jetzt steht es 18 zu 14 für uns. Und wir haben KP unseres Gegners vernichtet. Außerdem Flammenbarriere. Sehr schön, sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Wir haben immer noch nicht genug Gelb für den Eisengiganten. Dann würde ich sagen, spielen wir erstmal den Wunderpanzer. Und es ist Wunderpanzer gegen Wunderpanzer. Plus, wohlgemerkt. Ein spannender Showdown, in dem niemand gewinnen kann, weil beide warten sich gegenseitig zu Tode. Ah, was sollen wir nur tun in so einem spannenden Kampf? Ah, Gänsef mit Megafon. Perfekt, wir brauchen den gelben KP, also werden wir das wohl spielen. Ja, er hat auch eine rote Karte. Die können wir eigentlich sowieso nicht blocken. Ich weiß nicht. Na komm, riskieren wir's. Raus mit Ketzef. Wir haben momentan noch genügend GP, dass wir auch ein bisschen Schaden einstecken könnten. Es ist allerdings sowieso Bismarck. Das heißt, unsere Wahl war perfekt gewählt. Wir machen 3 Schadenspunkte und kriegen Protest. Dagegen dürfen wir Bismarcks Attacke komplett blocken. Erfolgreiche Abwehr. Und kriegen auch keinen KP-Abzug von unserem Gegner. Nicht, dass er wirklich blau von uns hätte stehlen können. Und Ponk, erfolgreicher Angriff. Bismarck-Karten scheinen alle irgendwie sehr situationsbedingt zu sein. Die kann man wirklich nur dann gebrauchen, wenn der Gegner ganz bestimmte Karten spielt. Aber ganz, ganz bestimmte. Wir ziehen Leviathan mit Flutwelle. Nicht schlecht, ich glaube. Ja, das sind auf jeden Fall genau die Karten von Eisengigant Tackle, die da gerade auf der anderen Seite sind. Spielen wir dann einfach mal und hoffen auf das Beste. Komm schon. Ja, genau. Dieses Mal haben wir auch den Ifrit hier, der mit der verkohlten Erde beim letzten Mal Schaden gegen uns machen konnte, weil wir Rot einfach beim besten Willen nicht blocken konnten. Aber dieses Mal ist der Eisengigant mit Tackle tatsächlich da für uns. Und Ponk daneben. Wir nehmen keinen Schaden und machen dafür 5 Schadenspunkte plus Gemacheffekt. Jetzt hat er nur noch 6 GP übrig. Dieses Mal zerlegen wir den lieben Bebuzu ziemlich in der Luft. Ja, ne? 18 zu 6. Wir ziehen Turbostampfer nach. Er hat grün, gelb, blau. Dann spielen wir doch erstmal den Phönix und hoffen, dass er mal wieder was im blauen Bereich spielt. Vielleicht noch was im grünen, aber ich schätze mal eher im blauen. Ah, Mist. Es ist Karfunkel mit Turbostampfer und 4 Schadenspunkten. Naja, man kann nicht immer Glück haben und gewinnen, ne? Das heißt, er hat jetzt Hast für die nächste Runde drauf, wobei Hast und Gemach sowieso kaum Unterschiede sind und kaum wirklich einen großartigen Effekt auf das Duell nachher haben. Aber egal, außer man benutzt viele
Kristallfähigkeiten, versiegelnde Fähigkeiten. Wir haben Karfunkel nachgezogen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, aber Leviathan ist gerade besser geeignet. Leviathan hat genau die Farben, die unser Gegner gerade bietet. Es ist Nebeldrache mit Eisbindung Plus. Haha, der blockt ausgerechnet auf Blaulicht. Das heißt, wir machen einen Schadenspunkt pro Grün und Blau in der gegnerischen Leiste. Sehr schön, sehr schön. Aber da er Hass hatte, darf er als erstes blocken. Oh, ganz gefährlich. Ja, das sind dann weitere... Ach Moment, wir haben gar nicht genügend KP. Oh, Mist, wir hatten gar keinen blauen KP bei uns in der Leiste. Verdammt, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ungünstig, doof. Naja, dann hat er immer noch 6 KP, 6 GP. GP und KP komme ich langsam durcheinander. Spielen wir halt den Turbostampfer raus. 4 Schadenspunkte sind die Hälfte von dem, was er... sind sogar mehr als die Hälfte von dem, was er übrig hat. Er hat nur noch 6 KP, GP. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. So, jetzt aber. Erfolgreicher Angriff. 4 Schadenspunkte, bleiben noch 2 und er macht 4... Stärke wird verdoppelt, wenn die gegnerische Karte grün ist, ist sie nicht. Karfunkel ist gelb, glücklicherweise für uns. Ponk, erfolgreicher Angriff für ihn. Das heißt, es steht jetzt 10 GP zu 2 GP. Wir können es in der nächsten Runde beenden, wenn wir was ordentliches spielen. Der Wunderpanzer zum Beispiel könnte sein Schicksal besiegen. Oder auch das Karfunkel Rubinlicht, weil er hat da wieder eine rote Karte. Gucken wir mal, für den Fall, dass er die rote Karte spielt, dass das Rubinlicht ihn auslöscht. Da müssen auch recht spezielle Karten kommen. Jawohl, es ist die rote Karte. 2 Schadenspunkte pro Abwehrzone auf gegnerischer Karte. Wieder so eine Karte mit nicht festgelegtem Angriffswert. Dementsprechend machen wir leider 0 Schaden mit Karfunkels Rubinlichttechnik. Naja, egal. Ponk daneben. Das heißt, Abwehrfähigkeit Rubinlicht macht Zoom. Oh doch, es macht doch 2. Wir haben doch den Angriffseffekt übernommen. Dann bin ich verwirrt, warum es beim letzten Mal nichts gemacht hat. Habe ich irgendwas nicht richtig mitgekriegt, das wir das letzte Mal benutzt haben. Egal, wir haben ihn besiegt. Verloren gegen einen mickrigen Chocobo. Und das zum dritten Mal. Ich kehre zurück in Neuauflage. Aha, ist das komisch. Und wir kriegen eine weitere Muschel. Schnell her damit. Juhu, du bekommst eine weitere Kernmuschel, die wir ja brauchen, um das Schiff anzutreiben. Ich denke mal, das wird die letzte gewesen sein. Tja, Irma, was sagst du dazu? Nicht schon wieder. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Es gibt noch einen vierten Kristall, wissen wir. Durch die Kraft des letzten Kristalls nimmt Bebuse seine wahre Form an. Die wahre Form. Und dann habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Volgo ist hier. Volgo, wir verschwinden. Wird er nichts Sinnvolles sagen? Jawohl, meine Herren. Scheinbar nicht. Sie verschwinden einfach nur beide. Mir auch recht. Volgo ist gekommen, um zu gehen. Aktuelle Daten speichern? Natürlich aktuelle Daten speichern. Warum denn auch nicht? Denn Kapitel 5 beginnt. Geräte und Gespenster. Wie sieht's denn aus mit der Reparaturarbeit? Endlich sind wir am letzten Kristall. Ja, das war der vorletzte, aber danach kommt bestimmt noch irgendwas. Wahrscheinlich befindet er sich irgendwo im Technolithen. Da müssen wir erstmal hinfliegen können. Der Technolith, na klar. Was war das nochmal? Das haben wir doch schon erklärt, Chroma. Halt die Klappe. Das ist ein Gebäude hinter der Klippe im Westen. Nicht im Osten? Keiner weiß, woher es stammt. Man kann sich ihm nicht nähern. Ich wollte es mir mit dem Luftschiff ansehen, aber diese blöden Kugelblitze haben mich vertrieben. Ah ja, Kugelblitze. Also brauchen wir Blitzableiter. Und wie kommen wir da rein? Mit Blitzableitern. Wir müssen dem Luftschiff, mit dem Luftschiff so nah wie möglich ran und laufen den Rest. Durch die Luft oder was? Dann mal leinen los. Du hast ja gar nichts zu sagen, Chroma. Aber wir haben noch dieses kleine Spritproblem, nicht wahr? Ohne 3 Kernmuscheln bleiben wir hier. Wir haben 3 Kernmuscheln, halt die Klappe. Hier hast du deine 3 Kernmuscheln. Müssen wir jetzt echt noch mit denen reden. Boah, sieh sich einer diese riesen Muschel an. Von Bebusa hast du sie geklaut. Vielleicht ist es eine Kernmuschel. Zeig sie mal, Sid. Wir haben sogar 3 davon. Eine hübsche Muschel. Sid weiß bestimmt, ob es eine Kernmuschel ist. Sid, wir haben hier Kernmuscheln. Technolith hört sich ungenießbar an. Interessiert mich also nicht. Sprich mich im nächsten Kapitel wieder an, falls es noch eins gibt. War nur ein Witz. Oder doch nicht? Hör auf, solche Witze zu machen. Du gibst Sid eine Kernmuschel. Genial, das ist die zweitgrößte Kernmuschel, die ich je gesehen habe. Bebuzu war mit seinen schmierigen kleinen Seiten da dran, was? Er will wohl nicht, dass wir den Technolithen erreichen. Mit seinen schmierigen kleinen Seiten. Wow, du gibst Sid noch eine Kernmuschel. Du gibst Sid noch eine Kernmuschel. Yay. Danke für deine Hilfe, Face. Mehr Sprit brauchen wir nicht. Das ist auch gar kein Sprit, sind Kernmuscheln. Technolith, wir kommen. Ich gehe vor und mache meinen Vogelstart klar. Wir helfen dir, Sid. Ihr helft sowieso nicht, ihr steht nur doof daneben. Face, beeil dich ein bisschen. Und Chroma macht sowieso wieder kaputt. Naja,
Jetzt haben wir auf jeden Fall ein neues Kapitel begonnen. Das heißt, es wird wieder Zeit, sich umzusehen im Dorf. Weitere Pop-Up-Spiele zu spielen und andere Belohnungen einzusammeln. Vielleicht finden wir auch irgendwo den lieben Karbunkelfunkel. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Oben auf dem Tisch ist ein Foto. Es zeigt die junge Schirma mit ihren stolzen Eltern. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann betrachtet. Hier draußen noch was? Nee, vielleicht ist bei Sid im Raum jetzt irgendwas, jetzt wo er ja tatsächlich auch hier ist. Was ist denn mit der Maschine eigentlich? Das ist eine von Sids verrückten Erfindungen. Nein, die kennen wir schon, diese Texte hier. Also auch da nichts Neues für uns, was wir angucken könnten. Ist das da irgendwas? Nein, das ist auch nichts. Einfach nur Dekoration. Vermutlich hat er sich eine Türklingel in sein Zimmer gebaut. Manche Leute sind ja so bekloppt und machen sowas. Dann verlassen wir das Haus mal wieder. Happe hat ja auch nichts für uns. Der macht nur dumme vierte Wandwitze. Die sollen mich nicht weiter interessieren. Dann können wir mal wieder in die Schule reinlaufen. Aber ich glaube, da haben wir nichts Neues freigeschaltet. Nein. Die Mikrospiele von den beiden, die da drin stehen, haben wir schon längst gespielt. Hier draußen liegt immer noch das allererste Geschichtsbuch, das wir jemals gespielt haben. Ja, dann gucken wir mal wieder bei Hamtaro rein. Hat die Oma hier irgendwas Neues? Ist Karfunkel hier irgendwo in der Nähe? Oder sonstige Bonis, die wir einsacken könnten? Nein, auch hier wieder nichts. Man will ja alles mitnehmen, von daher müssen wir halt einmal kurz überall wieder durchlaufen. Ist doch zum Glück ja nicht so lange. Hier drin ist, glaube ich, Joe aufgezaucht, wenn mich alles täuscht. Ja, hi. Du bist wirklich gekommen! Ja, damit hast du nicht gerechnet, was? Du bist hinter meinen tollen Talenten und pikanten Geheimnissen her. Natürlich helfe ich dir aus Eigennutz weiter. Was auch sonst, lieber Joe, was auch sonst. Du hast auf und davon noch nicht gespielt. Dazu musst du aber Zavi retten. Wir haben Zavi schon gerettet. Aber bitte mich bloß nicht um Hilfe. Nachher denken die Leute, wir wären Freunde. Sind wir aber nicht. Loser! Ja, also wenn wir mit ihm reden, dann verrät er uns, was wir an Spielen noch nicht gespielt haben. Für den Fall, dass wir irgendwas verpasst haben. Damit wir dann hingehen und es dementsprechend machen können. Es ist also praktisch eine Sicherung dafür, dass man tatsächlich 100% in diesem Spiel erreichen kann. Da vorne steht immer noch der Alte rum, der uns Geschichten erzählen könnte. Ist mir momentan aber nicht so wichtig. Die Scheune haben wir schon untersucht. Ach komm, gehen wir nochmal rein, auch wenn wir da schon mal was gefunden haben. Ist nichts drin. Naja, war ja zu erwarten, ne? Ja, wenn wir jetzt in Richtung des Technolithen rübergehen, dann werden wir da bestimmt irgendwas finden können. Dementsprechend gehen wir da jetzt wahrscheinlich erstmal, wobei, wenn wir schon mal hier sind, komm. Gucken wir uns mal eben an, was in der Richtung ist. Hier ist, glaube ich, auch irgendwo Rosa immer noch in der Nähe. Wir sind gar nicht zu ihr hingegangen, seitdem wir sie freigeschaltet haben. Müssen also mal mit ihr reden. Hier, was ist in der Scheune drin? Nein, hier ist nichts in der Scheune drin. Dann halt nicht. Dann gehen wir weiter rüber Richtung Klippengebiet. Steht hier jemand rum? Nein, immer noch nichts Interessantes. Ist immer noch genauso leer, wie als wir das erste Mal hier waren. Es tut sich wirklich nicht viel hier. Irgendwo muss sie doch rumstehen. Da oben ist sie. Hallihallo, Rosa. Schön, dass du gekommen bist. Ich hatte noch einen seltsamen Traum. Becky war im zweiten Band von Einhorn und die Stadtmusikanten gefangen. Okay. Sie ist die andere Sicherung dafür, dass man 100% kriegt. Einhorn und die Stadtmusikanten haben wir doch schon gespielt. Habe ich echt vergessen, da eine Belohnung zu holen? Scheinbar. Ich glaube, wir müssen mal zum Büchermobil gehen und im Büchermobil die ganzen Geschichten durchgucken, um mal zu sehen, welche Belohnung wir alles noch nicht geholt haben. Naja, dann spielen wir wohl mal wieder Einhorn und die Stadtmusikanten. Ist ja schon eine ganze Weile her, was? Ja, erstmal gucken wir uns natürlich überall um, wo wir noch nicht waren. Wie sieht's denn hier vorne aus? Wir können neue Namen lesen. Da haben wir zum Beispiel jetzt, Rosa, Zavi. Ja, da fehlt auf jeden Fall ein Chocobo-Bild. Wir lesen später, wenn wir alle gerettet haben. Also gehen wir erstmal zu Mucki rüber. Da bist du ja, willst du mit mir im Bücherkarren fahren? Wollen wir. Klar, sag mir einfach, wo du hin willst. Wir möchten gerne zu einem Minispiel. Nämlich, hässliches Schokolade, Einhorn und die Stadtmusikanten. Nach süße Sinfonie. Reisen wir bitte mal. Das sollte eigentlich das Buch sein. Es gibt natürlich noch ein anderes Einhorn und die Stadtmusikantenbuch, aber ich denke mal, es wird das letzte dann gewesen sein. Mal checken. Ja, tatsächlich. Da fehlt uns Schaffe Level 5 des Kampfmodus. Ha. Na dann machen wir mal Level 5 des Kampfmodus. Das hier ist ja wirklich ein schweres Spiel. Ich denke mal, nur weil ich da keine Übung mehr drin habe, wird es jetzt nicht so schwierig sein, hier gegen Herr Volgo zu gewinnen. Wir müssen ihm ja nur seine 3 Leben abnehmen, er ist ein einzelner Gegner. Wir wissen ja, wenn wir gegen die Gegend rollen, können wir hier diesen Modus recht schnell gewinnen. Aha, jetzt steht schon 2 zu 1 in Leben. Deshalb jetzt wird es kein Problem mehr, indem wir ihn einfach wegrollen von was auch... Ach, verdammt, von was auch immer er kriegen müsste. Und Sieg! Das war verdammt einfach. Hochkompliziert, der Level 5 Kampfmodus hier. Ausgezeichnet.
Du hast Folgendes geschafft, schaffe Level 5 des Kampfmodus von Einhorn und die Stadtmusikanten. Ja, damit werden wir dieses Buch dann wahrscheinlich auch nie mehr wiedersehen. Und wir haben Becky gerettet. Wow, es ist eine Karte mit Becky drauf. Becky kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Die haben wir auch schon mal getroffen, oder? Bevor alle eingesogen wurden, oder? Nee, Moment. Doch nicht? Hm. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor, aber irgendwie dann wieder auch nicht. Irgendwie glaube ich, die können wir noch nicht getroffen haben. Du rettest Becky aus der Chocobo-Karte. Wuhu. Endlich mein weißer Ritter. Ja, so ähnlich. Wir sind gelb. Ich wusste die ganze Zeit, dass du mich retten würdest. Der Gedanke an dich hat mich vor dem Wahnsinn bewahrt. Ja. Komm doch später bei mir vorbei. Ich warte hier auf dich. Würde ich gerne machen, aber wir haben jetzt einen ziemlich weiten Weg zurück ins Dorf, weil wir uns leider nicht zurück teleportieren lassen können. Wir müssen erstmal irgendwo hier die Pilze benutzen. Ja, das war zum Glück ein doch mal so weiter Weg, um wieder zurück teleportiert werden zu können. Whee! Und dafür sind diese Dinger dann doch wiederum gut. So, dann gehen wir mal rüber zu Becky. Die hat bestimmt irgendeine tolle Belohnung für uns, jetzt wo wir sie freigeschaltet haben. Vielleicht gibt uns eine Pop-Up-Karte oder irgendwelche wichtigen Informationen zumindest. Hallo, Becky. Face, ich habe auf dich gewartet. Auch wenn wir stets im Herzen verbunden sind, erfreut mich ein persönliches Treffen mit dir ganz besonders. Warum hätte ich immer 3 Punkte in ihren Sätzen? Was soll das? Versuche doch, deinen Freunden dieses Gefühl zu vermitteln. Punkt, Punkt, Punkt. Hätte ich was vergessen? Hier, für dich. Ist das unsere Freundin, dem Spiel nach, oder was? Wir haben eine Pop-Up-Karte von ihr bekommen. Das ist Einhorn mit Sturmschlag plus Seltenheit 3 Sterne. Na sowas, eine Einhorn-Karte. Hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Wäre bestimmt sinnvoll gewesen zu haben im Kampf gegen Bebuse, als wir noch im Wald waren. Jetzt ist es nicht mehr so sehr. Dann gehen wir nochmal mit Rosa sprechen und können bei ihr mal nachhorchen, ob wir sonst noch irgendwelche Belohnungen irgendwo übersehen haben. Hallo, Rosa. Schön, dass du gekommen bist. Ich hatte noch einen seltsamen Traum. Echt? Swantje war in einem Buch gefangen, das mir völlig unbekannt war. Okay, sie sagt uns also nur, wo die Chocobos gefangen sind, nicht wo wir Belohnungen verpasst haben. Ja, aber wir haben auf jeden Fall keine Chocobos mehr in Büchern, die wir noch nicht besucht haben. Also, Spiel erstmal wieder speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Umgebung weiter erkunden im neuen Kapitel. Bis dahin, see ya!